Die drei Schlüssel zum Erfolg im Trading. Woche für Woche bekommen wir Mails von euch, über die wir uns sehr freuen. Was sind denn eigentlich die Schlüssel zum Erfolg? Und natürlich könnte ich hier jetzt einen Vortrag über eine Stunde halten, was alles wichtig ist. Aber schauen wir uns die Sache doch mal ein bisschen in der Tiefe an und dann kann man das Ganze runterbrechen, eigentlich auf drei Dinge, auf die es auf jeden Fall ankommt. Und ohne zum Beispiel einen entsprechenden Plan bzw. einen Handelsplan im Trading zu glauben, langfristig erfolgreich zu werden, ist unmöglich. Weil wenn ihr euch von euren Gefühlen leiten lasst und nicht immer wieder dasselbe macht, es ist total schwierig zu kontrollieren, ob ihr langfristig erfolgreich seid und wenn ihr es nicht seid, die Fehler festzustellen. Das heißt, ihr müsst einmal hingehen, einen Plan aufzusetzen. Oder kennt ihr ein Unternehmen, das wirklich erfolgreich ist, das keinen Businessplan hat? Das heißt, jeder Unternehmer, der erfolgreich werden möchte, wird sich im Vorfeld sehr genau überlegen, was brauche ich denn? Wie viele Mitarbeiter? Wie kann ich das Ganze umsetzen? Welches Produkt möchte ich an den Markt bringen? Welche Margen brauche ich? Was muss ich an Nebenkosten für Steuerberater und bezahlen, um langfristig erfolgreich zu sein? Das Gleiche braucht ihr auch, wenn ihr im Trading seid. Ihr braucht einen Handelsplan. Zu welchem Broker möchtet ihr gehen? Was möchtet ihr handeln? Also damit ihr auch genau auswählen könnt, ob das der richtige Broker ist. In welchem Markt möchtet ihr agieren? Möchtet ihr Aktien handeln? Möchtet ihr Devisen handeln? Möchtet ihr Rohstoffe haben? Möchtet ihr das umsetzen als Direktinvestment in Futures, in Aktien oder lieber in CFDs, Zertifikaten oder sonstigen Produkte? All das ist wichtig. Aber natürlich auch, wie mache ich den Einstieg? Welches Handelssetup ist denn das Richtige für euch? Welche Zeiteinheit? Wie möchtet ihr mit dem Trade umgehen? Wollt ihr ihn so lange laufen lassen, wie es geht? Also beispielsweise markttechnische Stops versetzen? Möchtet ihr mit Gewinnmitnahmen arbeiten? Wie geht ihr mit Gewinnen um? Wie mit Verlusten? All diese Dinge gehören in einen guten Handelsplan hinein. Das heißt, all das ist ein wichtiger Schlüssel, um langfristig hier überhaupt erfolgreich zu sein. Und dann kommen wir zum zweiten Schlüssel, ohne den auch Trading langfristig nicht funktioniert. Und zwar ist es das Thema Disziplin. Ohne Disziplin ist es extremst schwierig im Handel. Und das kennt ihr auch aus anderen Bereichen, zum Beispiel aus dem Sport. Wenn man nicht regelmäßig etwas macht, wird es wahnsinnig schwer, hier super erfolgreich zu werden. Ein Freund von mir, Profifußballer, spielt seit seinem 5. Lebensjahr Fußball. Nicht als Profi, erst als Kind, dann in einer Jugendmannschaft, später 2. Bundesliga, dann 1. Bundesliga. Wenn ich ihn frage, wie viele Stunden hast du gebraucht, um so erfolgreich zu spielen, wie du das heute machst? Es kommt immer wieder dieselbe Antwort. Viele, viele tausend Stunden. Und es ist nicht nur im Fußball, sondern es ist auch bei anderen Dingen so. Ein anderer Freund von mir, Musiker, sehr erfolgreich, spielt in einem Orchester. Auch er hat irgendwann mal angefangen, als Kind ein Instrument zu spielen. Dann hat er sich festgelegt auf das Instrument, was er heute spielt. Und wenn man ihn fragt, wie lange hast du gebraucht, um im Orchester spielen zu können, dann sagt er, gar nicht lange. Ich habe im Schulorchester gespielt, da habe ich 2 Jahre lang vorher geübt und dann durfte ich da mitspielen. Aber wenn du mit den Großen mitspielen willst, in einem großen Orchester, sehr viel Geld damit verdienen willst, habe ich gesagt, wie lange hast du dafür gebraucht? Naja, mehr als 10 Jahre oder auch ca. 10.000 Stunden. Ihr habt das mit den 10.000 Stunden vielleicht schon mal gehört. Und natürlich, wenn man mit dem Trading anfängt, ist es natürlich utopisch zu glauben, naja, 10.000 Stunden, das ist ja weit weg. Aber, und das ist wichtig, eine gewisse Disziplin, um zumindest erstmal, sag ich mal, 100 Trades, 500 Trades zu haben, um erfolgreich sagen zu können, das System, was ich habe, passt zu mir oder nicht, diese Disziplin ist vonnöten. Und ich würde sagen, 2000 Stunden ist auf jeden Fall ein gutes Investment, was man erst einmal braucht, um sagen zu können, ob man ein erfolgreicher Daytrader sein kann oder nicht. Wenn man 5000 Stunden hat, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass man das Ganze auch hauptberuflich betreiben kann.
Ich selber mache das seit mehr als 20 Jahren hauptberuflich. Das heißt, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, über 20 Jahre hinweg im Schnitt 6 bis 8 Stunden gehandelt. Das heißt, hier kommen natürlich über 10.000 Stunden und mehr zustande. Und deswegen bin ich natürlich auch schon seit 20 Jahren erfolgreich. Aber auch bei mir die ersten 2, 2,5 Jahre waren von vielen Rückschritten geprägt. Das heißt, der Anfang ist schwierig, wie bei allem anderen auch, aber langfristig, wenn man das Thema Disziplin auf dem Plan hat, wird man auch, egal was man anfängt und egal ob man Talent hat oder nicht, zum Erfolg kommen. Denn selbst jemand, der kein Superläufer ist, wird, wenn er hunderte, tausende von Stunden immer wieder gelaufen ist, ein guter Läufer. Er wird vielleicht nicht der Beste in Europa und auch nicht der Beste auf der Welt, aber er wird trotzdem ein guter Läufer. Und so ist es beim Trading auch. Wenn ihr viel Zeit investiert, sehr diszipliniert seid, immer wieder dieselben Dinge tut, dann werdet auch ihr erfolgreiche Trader. Ob es dazu reicht, in die Spitzengruppe aufzusteigen, zu den Top 2-3%, die Hunderttausende von Euros Jahr für Jahr verdienen, kann ich nicht sagen. Aber ihr werdet mit Sicherheit ein erfolgreicher Investor oder erfolgreicher Trader, wenn ihr euch die Zeit gebt, einen Plan einhalten könnt und diszipliniert seid. Und am Ende gibt es noch einen Punkt, ohne den das Ganze sehr, sehr schwierig ist. Und zwar ist es das Thema Psyche. Unsere eigene Psyche, unser eigenes Gehirn, würde man doch sagen, das sollte uns doch unterstützen bei dem, was wir tun. Aber häufig ist es genau umgekehrt. Denkt mal daran, wenn ihr Gewinne macht. Was macht euer Gehirn mit euch, wenn ihr einen Trade, 5 Trades, 10 Trades gemacht habt und die sind mehr oder weniger alle gut gelaufen? Wie fühlt ihr euch dann? Die meisten fühlen sich gut, vielleicht sogar sehr gut, neigen sogar dazu, total euphorisiert zu sein und zu sagen, Mensch, jetzt habe ich es endlich verstanden, es geht voran. Und eine Woche später passiert genau das Gegenteil. Statt 5 oder 10 gute Trades kommen 5 oder 10 schlechte Trades. Das heißt, sie werden im Minus abgeschlossen. Wie fühlt ihr euch jetzt? Die meisten haben dann das Problem, dass sie anfangen zu zweifeln. Am Handelssystem und an sich. Schieben die Schuld auf das System, auf andere, aber nicht auf sich. Schutzfunktion des Gehirns. Das heißt, ihr müsst damit umgehen können, dass Gewinne und Verluste einfach zusammengehören. Das ist vollkommen normal. Jeder Trader, egal ob er eine Woche tradet, ein Jahr oder so wie ich, über 20 Jahre. Verluste gehören zum täglichen Geschäft dazu. Auf Sicht von einem Jahr bin ich seit über 20 Jahren profitabel. Ich habe seit 1998 nur ein einziges Verlustjahr und das war das Jahr 2001. Aber grundsätzlich am Ende des Jahres, am Ende des Quartals bin ich immer profitabel. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag profitabel bin, wo ich trade. Das wäre eine Lüge, weil es gibt natürlich Tage, die besonders schlecht laufen. Es gibt auch Tage und manchmal auch Wochen, die besonders schlecht laufen. Den größten Einbruch in den letzten Jahren beispielsweise hatte ich letztes Jahr im Februar mit dem Vola-Crash. Ich war krank gewesen, war schlecht drauf gewesen und dazu kam dann auch noch, dass wir hier in diesem Bereich einen starken Anspruch der Volatilität gehabt haben. Aber was hat mich geschützt? Meine Erfahrung aus den letzten 20 Jahren, dass ich maximal 10% meines Geldes in einer Position habe. Trotzdem fühlte ich mich an dem Abend schlecht. Das lässt sich auch mit viel Erfahrung nicht zu 100% ausschließen. Denn am Ende des Tages bin auch ich nur ein Mensch. Genau wie ihr. Das heißt, wir haben diese Problematik, aber als erfahrener Trader können wir damit umgehen. Zum einen, weil wir natürlich aus der Erfahrung genau lernen können, wie war es in der Vergangenheit? Okay, ich kann mir das Ganze anschauen, wie gehe ich damit um und was muss ich beim nächsten Mal anders machen? Zum anderen können wir uns konditionieren auf bestimmte Dinge. Was heißt es? Wir können unser Gehirn so programmieren, dass es uns langfristig viel, viel einfacher fällt, mit Schmerz umzugehen. Und das ist hier am Ende des Tages auch der entscheidende Faktor. 70 bis 80% der Trader leiden extremst unter Verlusten. Und man kann das Ganze angehen, indem man sich austauscht, beispielsweise mit anderen Menschen. Ihr kennt das aus dem privaten Bereich, wenn man ein Problem hat und damit komplett alleine ist. Und das ist bei vielen Tradern natürlich so, weil die Freunde verstehen nicht, was man tut. Manchmal auch nicht der Partner. Ich höre immer wieder, dass auch Kunden dann sagen, wenn es gut läuft, ist alles super. Aber wenn ich jetzt mal eine Phase habe, wo es mal eine Woche nicht gut gelaufen ist, dann sagt der Partner plötzlich, habe ich dir doch gleich gesagt.
Naja, dass das nicht gerade hilfreich für unser Gehirn ist und für unser Wohlbefinden ist klar. Das heißt, ihr braucht ein positives Mindset, sowohl für euch, aber auch der Rückhalt bei Freunden und Familie. Das hilft extremst und das sind auch Dinge, die wir immer wieder feststellen in Coachings. Ich selber bin ausgebildeter Mastercoach und nutze natürlich auch diese Hilfsmittel immer wieder, nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Kunden, die zu mir kommen und sagen, ich habe ein Problem in diesem Bereich und es ist fast immer der Bereich Psyche. Das heißt, hier kann man viel machen, hier muss man am Ende des Tages auch an sich arbeiten. Ob man das selber macht, indem man anfängt, vielleicht sich Videos anzuschauen, Bücher sich anzuschauen oder vielleicht auch mal sagt, ich brauche ein Coaching oder gehe auf ein Seminar. Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr im Herbst ein Seminar genau zu diesem Thema geplant, was auch schon seit vielen Wochen ausgebucht ist, zum Thema Psychologie. Aber wir haben auch am Anfang gemerkt, wie schwierig es ist, die Teilnehmer dafür, für dieses Thema zu sensibilisieren. Weil auf der einen Seite weiß jeder Trader, dass die Psyche ein wichtiger Punkt ist, das liest man überall. Aber dann diesen Schritt zu machen und zu sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt damit und ich möchte aus diesem Hamsterrad herauskommen, das fällt wirklich vielen schwer. Wenn man diesen Schritt gemacht hat, und das weiß ich von meinen Coaches, die ich schon seit vielen Monaten und Jahren häufig betreue, für die wird es ein normales Ding werden, wie Autofahren auch. Auch hier kann es immer mal wieder passieren, dass es zu einer Blessur kommt, dass man irgendwo ja, ein anderes Auto schrammt oder was auch immer. Aber das sind dann die Ausnahmen, damit kann man dann umgehen. Und so ist es auch in der Psyche. Es wird immer mal wieder einen Rückschritt geben, aber man lässt sich nicht mehr aus der Bahn holen. Das heißt, das sind die drei Schlüssel zum Erfolg aus meiner Sicht. Ihr braucht einen guten Handelsplan, um alles, was ihr macht, entsprechend umsetzen zu können. Ihr braucht die Disziplin, das nicht nur über 10, 20, 50 oder 100 Trades umzusetzen, sondern den absoluten Willen, das langfristig zu machen, um dann endlich auch erfolgreich zu sein und diesen Erfolg auch genießen zu können. Denn das Leben als Trader ist aus meiner Sicht eins der geilsten Leben überhaupt, wenn man denn erfolgreich ist. Und ihr müsst unbedingt darauf achten, euch selber und eure Psyche im Griff zu haben, dass ihr euch nicht von Kleinigkeiten aus der Bahn werfen lasst. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like von euch natürlich sehr, sehr freuen. Auch gerne Kommentare vielleicht zu dem Thema, ob ihr darüber mehr wissen möchtet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen tollen Tag, eine erfolgreiche Handelswoche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.